Ja, hey, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Boah, sagt Grün hier. In der letzten Folge haben wir, in der vorletzten Folge, weiß ich jetzt nicht, haben wir diese Splitterdimension betreten und haben herausgefunden, dass, fast alle Hauptcharaktere in dieser Welt, also die Charaktere ja, in dieser Welt tot sind. Yay, sehr schön. Wir müssen immer noch, zu Epsilon Ruinen gehen oder See. Am Epsilon See, da müssen wir eben. Die Ruinen gibt es hier, glaube ich, gar nicht. So, und ich möchte, glaube ich, so ein paar Sachen hier verkaufen, weil ich habe schon wieder goldene Frösche gefarmt auf Screen. Und zwar so. Goldener Frosch, geil. Es wäre eigentlich viel besser, wenn ich das einsetzen würde. Jetzt kriege ich nämlich dreimal so viel. Aber machen wir irgendwas, was ich noch nicht habe. Ich glaube, Fanmann oder so hat noch gefehlt, ne? Mach mal das hier. Ich werde eine Aufnahme haben. So, Alien-Kugel-mäßig. Auch schon wieder voll viel hier. Fast alle Charaktere haben hier schon alles gelernt. Sehr schön. Elise, Ludger und Jude. Und ja. Voll krank. Ich habe auch eigentlich zu viel gemacht. So, und jetzt sollte ich meine goldenen Frosch hier verkaufen, weil dann kriege ich nämlich voll mördermäßig viel Geld. Erstmal wieder nur ein paar. Hey, it's Nova. Dann wieder nächste Zahlung 120, ja. Such a greedy bank, isn't it? Jetzt muss ich wieder 120.000, okay. Und wieder bezahlen. Möchtest du nicht mehr Geld von uns haben oder wieso klingst du so traurig? Ich glaube, sie bereut es echt, was sie letztes Mal so unpassend angerufen hat. Und schon wieder, jetzt haben wir dreimal Geld zurückgezahlt. Sehr schön. Also hat mit den goldenen Frischen geklappt. Ja. Wir könnten uns hier neue Waffen und so holen. Oder auch nicht. Giga-Handschuhe zum Beispiel. Jo. Jo. Und dann haben wir kein Geld mehr. Zack. Ich glaube, Objekt und so haben wir noch. Ne? Ja, komm. Geht so. Ich habe schon das Gebiet hier ein bisschen erkundet. Eine spätere Dimension. Bis hier so ein bisschen. Bin aber nicht in den ganzen Löcher eingegangen. Da machen wir jetzt. Weil da muss ich jetzt nicht hier überall rumrennen wegen den Elementerzen, also was. Und den Gegenständen. Ihr wisst schon. Jetzt gehen wir in die ganzen Löcher rein. Ich glaube, ein, zwei Truhen habe ich da gesehen. Habe ich ja nicht aufgemacht, weil ich das on-screen aufmachen wollte. Ungefähr so. Seltenes Metall zum Beispiel. So. So, dann weiß ich nicht. Weiter gucken. Ich glaube, ich hätte nicht nach Fenmon schicken sollen, irgendwo anders, glaube ich, hätte ich ihn schicken sollen. Ich weiß jetzt nicht. Weil irgendwo hat noch was gefehlt. 45, was? Luftrüstung, sehr schön. Das kannst du auch Dings machen. Offscreen. Fekte Abwehr. Nehmen wir das. Hab's auch neue Fähigkeiten lernen, erstmal. Ja, am besten ein bisschen mehr hier durchrennen. Weil ich will aber Watte reichen. Ich habe so das Gefühl, in den letzten Folgen haben wir nicht viel erreicht. Das war so ein paar Szenen. Da war noch, genau. Da können wir auch mal wieder in unbekannten Gefilden hingehen. 7300 Gold. Einfach wieder goldene frische Farm. Ich glaube, dass ich mal sonntags aufnehme. Sonst könnte ich voll oft goldene Frosch hier versuchen zu farmen, weil ich ja dreifache Objekte bekomme. Jetzt bekommt voll viel von denen. Ich könnte auch Datum der PS3 umstellen. Ja, ne? Ah, ne, lass mal. Ich habe ja sonst schon ungefähr eine Woche Zeit immer. War ich nur so ab und zu. Auf Screen tue ich eigentlich gar nicht mehr drin. Ich bin eigentlich schon viel zu stark, habe ich so das Gefühl. Also ja, eigentlich nur noch goldene Frösche farmen.
da ist noch. Den Beutel hatte ich noch nicht, egal. Noch eine Truhe und Lavendel, jupp. Wo ist er noch da? So, dann. War da auch noch? Nee, okay. Vielleicht gegen ein paar Gegner hier kämpfen, aber lass mal. Ich glaube, ich hatte hier irgendwelche neue sind. Schon neue ganzen alten, ne? Ja, okay. Dann... Na du. Dann sage ich wieder von der blöden Position irgendwie meine Titel und so zu lernen, aber egal, ich schon irgendwann im Laufe des Spiels bekommen. Alle ist ja nicht in der Story sein, deswegen dauert das wahrscheinlich ein bisschen zu lange, bis ich mit dem Spiel durch bin. Ich habe schon wieder hier so eine Sprachakrobatik hier am Laufen. Ne? Ich weiß, so Fertigkeiten KP-Schub 2. Also nicht, nimm mal. Ich habe jetzt noch was anderes lernen können, da schon wieder was Neues. Und er kann hier. Weiß nicht. Schadenskontrolle, da brauche ich nur noch Wasser erstmal. Nimm mal irgendwie hier. Wasserfall. Lieber die Fähigkeiten lernen. Weil dann nicht ein bisschen langweilig wird im Laufe der Story, wenn ich schon alle Sachen kann. Weil es gibt ja noch Fertigkeiten per Bücher, die man so per Post bekommen kann, wenn ich die ganzen Schulden abbezahlt habe. Wo muss man echt alles abbezahlen? Also wirklich alles. Ich dachte eigentlich, so ein paar Sachen werden einem vielleicht irgendwann geschenkt. Aber anscheinend nicht. Wir haben schon 4 Millionen, ne? Und irgendwann wird es bestimmt nicht mehr so schwer, geil zu machen. Scheiß auf. So, gleich sind wir da. Das ist nur ein Landgebiet und danach sind wir im Epsiler See. Yay! Und dann werden wir vielleicht darauf hin, warum alle hier tot sind und warum nicht. Hoffe ich. Ich will nicht, dass Elise hier tot ist. Hallo? Er ist auch krank. Hier war meine Katze. Und da ist Elementerz. Komm schon, so viel brauchen wir gar nicht mehr. Der einzige, die ja noch voll viel zu lernen hat, ist Muse. Ich bin so blöd für. Komm. Mila. Wow. Sehr gut. Sehr gut. Frostschneider. Bams. Ja gut, schon wieder gebunden. Ausgerechnet jetzt habe ich Elbe nicht dabei bei diesen Abwehrviechern. Okay, tot. Okay, let's move on. Okay. Ups. Kein Loch. Weiß ich noch von der echten Dimension auswendig. Was hat da einen noch so das mit Felsen? Ich habe da irgendwo da ganz hinten sieht man so ein Monster verbreiten. Das wäre krank gewesen. Und irgendwie gruselig. So, 9 Minuten haben wir ungefähr und haben noch nichts erreicht. Geil. Ich könnte meinen, da ich so oft offscreen trainiere, hat hier voll schnell vorangeht, aber nein, lange ich auf Steuer bin, nicht Fertigkeit erlernt. Yay. Luftrüstung, perfekte Abwehr, perfekte Abwehr, so ihr Blitzabwehr bezogen, ne? Egal. Oh, du kannst ruhig was anderes wieder, weil wenn ich irgendwann mal so Dingens hier bekomme, so Extraktor, wird gar nichts mehr Besonderes sein, wenn ich welche bekomme. Weil ich kann die dann gar nicht mehr gebrauchen.
Okay, sie kann auch verdammt viel lernen. Das ist ja voll kacke. Genau an solchen Punkten denke ich mir dann, ich habe zu viel trainiert. Er ist ja trainiert, ich habe eigentlich viel Elementerz hier nur gesammelt und schon wieder eine Fertigkeit und so gelernt. Hm. Na komm. War reicht. Wahrscheinlich habe ich irgendwo ein Loch und so übersehen, aber egal. So, was geht jetzt hier ab? Hui. Ja, das Spiel wird wahrscheinlich noch ein paar Parts dauern. Irgendwie zu viele. Hui. Ja, sehr schön aus. So this is where they found the bodies of all the victims. Does anyone live over there? Das ist meine Sommervilla, hatte ich das nicht erwähnt? Dieses Haus gibt es in der Hauptdimension nicht, oder? Ja, aber der Witz. Quite the mystery house, I should say. It's not a mystery, because that's where I live. What? Da ist irgendjemand, glaube ich, gewesen. Hey, ist er nicht? Okay, warum hat... really Elle's house? How could it be? This is a fractured dimension after all. Hat sie jemals irgendwie was erwähnt, dass sie den Namen Epsilon See irgendwie kennt? Hm? Damit der Name Epsilon See doch irgendwie was auslösen müssen bei ihr. Meine Katze ist zurückgekehrt. Rollo-Fäustlinge. Und wenn sie jetzt nicht da ist. Was? Okay, da fehlt wahrscheinlich. Ich muss drei wahrscheinlich finden, ne? Ja. Subtiefwald. Okay, dann gehen wir mal zum Arkland. Arkland, Dingens. Sumpf. Und dann gibt's wieder goldene Frische. Okay. Na? Daddy. Welcome home, Elle. They're gone now. Are you okay? Oh, Daddy! Mask. Und ein Rollo. So that's Elle's father. Frag mich nicht, zumindest der aus dieser Dimension. Ja. Right, it's easy to forget sometimes. In our dimension, this house didn't even exist. Could he be the catalyst? Seems my girl's been in good hands. I'm Victor. Where are my manners? It's been too long since I've had guests. Please join me for dinner. Sieht ein bisschen aus wie Ludger. Habe ich so das Gefühl. What do you say, Luger? Ist mir schon früher aufgefallen, aber naja, hätte ich dazu kurzzeitig sagen sollen. I hope it sufficed. Yes, thank you. You delivered quite a feast. It's pretty tasty stuff, huh? Nicht besser als meins. Hey, ich kann doch besser kochen. Besser als meine Kochkünste, sagen wir einfach. You'll be as good a cook as me someday. I know it. Give it 10 years. Maybe sooner than that, Daddy. Vielleicht ist er ja, Ludger. In 10 Jahren, was weiß ich. And you gotta try his L-Style Mabo Curry. I
haven't enjoyed a meal this much in 10 years. Warum hat er da eine Maske auf? I think I ate too much. I think it's Daddy's fault for making my favorites. You earned them all, my dear. Victor, there's something I'd like to ask you. You're curious about the mask, I'd wager. My face was scarred in battle long ago. Not that. What is it then? Wie viel wisst ihr, wer seid ihr? Ja. I know what makes her happy. She is dear beyond words to me. I also know that I am a true denizen of this fractured dimension. That would mean El. Yes. My daughter was born with a power that only a few Kresniks have ever possessed. She can manipulate space and time, a skill lost in the prime dimension. She's the key of Kresnik? So the power was never Luger's to manifest. War nicht offensichtlich irgendwie? Knew the truth of it all along. What are you planning to do with the key? You see, the key has its limits. And you stand in my way, Luger. I don't want to wake my daughter. Let's step out. Oh Gott. Er will uns jetzt knüppeln. Du kannst Elle im Bild sehen. Photograph with the name Lara Marta written on it. This must be Elle's mother. Yeah. Kann ich nicht irgendwie Dingens hier so Ego-Perspektive machen, wäre irgendwie gut gewesen. Ja. Okay. Eine Truhe. Ja, Belebungsring. Ob wir das brauchen werden. Ich habe ja so einen Verdacht. Ich habe so ein Verlangen, jetzt einen Schnitt zu machen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das machen wir auch. Wir fressen jetzt mal Gemüsesticks, weil ich habe so das sehr dumpfe Gefühl, dass wir nicht friedlich mit denen uns unterhalten werden. Angriff, alles mit 25%, okay. Ja. Okay. Aber ich sagen, ich mache jetzt hier einen Schnitt und was auch immer Victor von uns will draußen, das werden wir im nächsten Part sehen. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Tschüss, bis zur nächsten Folge.